Und damit hallo und herzlich willkommen. Der FSV bestreitet sein letztes Saisonspiel, aber sind wir mal ganz ehrlich, heute geht es nicht um uns. Die ganze Welt schaut zu, denn der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund kann deutscher Fußballmeister werden. 10 lange Jahre hieß der Meister immer gleich FC Bayern München. Doch nach 6 Vizemeistertiteln kann nun endlich das eintreten, was sich die Dortmund-Fans schon so lange wünschen. Und auch viele, viele Fans in ganz Deutschland. Zumindest wünschen sie sich das. Eine Entscheidung am letzten Spieltag, keine Meisterfrage, die schon Wochen vorher entschieden ist, wirklich Spannung bis zum Schluss. Und was das für eine Geschichte wäre, beziehungsweise Geschichten muss es eigentlich heißen, denn es sind viele. Zum Beispiel die von Sebastian Allaire. Nach verschiedenen Stationen der Durchbruch in der Büffelherde bei Frankfurt. Dann der Wechsel, kleiner Rückschritt zu West Ham, danach zu Ajax. Da lief richtig gut die Liga komplett auseinandergeschossen. Dann im Sommer der Wechsel zum BVB und dann der Schock. Ja, ihr erinnert euch sicherlich alle noch dran. Hodenkrebs, Fußball erstmal völlig nebensächlich, völlig egal. Aber Allaire hat gekämpft, hat den Krebs Gott sei Dank besiegt und hat sich zurückgekämpft. Ein halbes Jahr später ungefähr hat er schon wieder für Dortmund Profifußball gespielt und zwar richtig gut. 14 Scorerpunkte seit Januar haben ihren maßgeblichen Anteil daran, dass der BVB jetzt in der Pole Position im Meisterkampf ist. Oder auch Marco Reus, der kam direkt nach dem letzten Titel 2012, hatte echt zwischendurch wirklich richtig gute Spieler um sich rum, ist dem BVB treu geblieben, war sehr, sehr, sehr von Verletzungen geplagt, aber konnte bisher die Meisterschaft noch nicht gewinnen. Oder auch, dass es ausgerechnet gegen den FSV Mainz 05 geht. Eben der Mannschaft, die den letzten Meistertrainer Jürgen Klopp, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, ausgebildet hat und wo Dortmund sich ganz gern mal einen Spieler holt. Beim letzten Meistertitel waren 4 ehemalige Mainzer im Kader der Schwarz-Gelben. Oder. Aber ich bin ja nun gar kein Dortmund-Fan. Für wen bin ich denn jetzt? Dazu später mehr, denn erstmal geht's auf nach Dortmund. Auf geht's, es geht los. Ich habe richtig Bock, bin richtig gespannt. Letzter Spieltag, letzte Reise. Auf geht's. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle. Und da sehen wir hier das, was ihr eh alle schon wisst. Dortmund nach dem Sieg gegen Augsburg und Bayerns Niederlage zu Hause gegen Leipzig mit 2 Punkten Vorsprung. Momentan an der Tabellenspitze, haben also alles in der eigenen Hand. Tordifferenz bei Bayern viel besser. Das heißt, holt Bayern Sieg, Dortmund nun unentschieden. Dann wird Bayern Meister, verliert Bayern, ist Dortmund Meister, gewinnt Bayern und Dortmund gewinnt nicht, ist Bayern Meister. So einfach ist es. Mainz hingegen hat nach diesen letzten sehr schlechten 4 Spielen die Europa League Chancen verspielt. Da geht es eigentlich um nichts mehr, außer vielleicht Dortmund zu ärgern. Oh, schön, schön. Ich dachte, wir nutzen noch mal kurz die Zeit und gucken uns hier noch mal kurz den Kieler Hafen in aller Frühe an, bevor da gleich mal zukommt und gucken noch mal auf die Saisonverläufe der beiden Teams. Bei dem Vlog Dortmund gegen Mainz erwartet man auch nicht unbedingt Wasser und Schiffe, aber hier sind sie. Wir gucken erst auf die Mainzer. Haben zwar Europa verspielt, das habe ich ja eben gesagt, aber war trotzdem eine richtig gute Saison. Ja, nie schlechter als Platz 12, das ist für Mainz stark. Hinrunde war durchwachsen, dann Rückrunde diese Wahnsinnsserie von 10 Spielen ohne Niederlage, gegipfelt in dem 3-1-Sieg gegen Bayern. Danach dann jetzt 4 Niederlagen im Stück, deswegen auch leider nicht Europa, aber trotzdem unterm Strich eine sehr gute Saison. Als Mainzer kann man da nicht meckern. Und Dortmund? Durchwachsene Hinrunde. Niederlagen gegen Köln, Bremen und Wolfsburg. Dann WM-Pause und dann richtig durchgestartet. Ja, einfach alles rasiert, bis dann irgendwann München kam. Dann gab es die schmerzhafte Niederlage in München, wo man dachte, fast ganz Deutschland dachte, okay, das Rennen ist jetzt entschieden, das werden sich die Bayern nicht mehr nehmen lassen. Haben sie dann aber doch jetzt wieder mehr Punkte geholt als die Bayern und jetzt eben diese Wahnsinnsausgangssituation. Also gar nicht so diese von Anfang bis Ende perfekte Saison, aber halt dieser Wahnsinns-Stretch nach der WM-Pause hat Dortmund jetzt dahin katapultiert, wo sie jetzt stehen. Das macht mir ein bisschen Angst, das kann ich mir auch erklären. Ich habe hier schon in Kiel einige Dortmunder gesehen, hier in diesem Zug. Von daher, da werden wir bestimmt umsteigen. Ich hoffe, wir haben alle genug Zeit, um umzusteigen. Das wird interessant, aber wir tippen jetzt erstmal schnell die Bundesliga. Gibt ja auch noch ein paar andere Entscheidungen heute, zum Beispiel hier. Oder auch, ich glaube, Union Freiburg kämpfen auch noch um einen Platz. Und natürlich der direkte Abstieg. Also es wird interessant. So wird es kommen. Ja, screenshotet euch das, ihr werdet sehen. Jeder Tipp wird richtig sein. Aber wir sind da. Viel zu spät, aber wir sind da. Und 3 Stunden bis Anpfiff, also hoffentlich noch rechtzeitig. Ja. Ich glaube, die Stadt ist bereit. Junge. Also wer auch immer sich ausgedacht hat, dass alle in Gelb kommen zum letzten Spiel, ist natürlich geil. Ne? Es sieht wirklich wahnsinnig aus. Junge, Junge, Junge. Wow. So, ich bin offensichtlich in Dortmund. Doch für wen bin ich denn jetzt eigentlich? Ich meine, okay, das ist vielleicht offensichtlich, aber es gibt ein perfektes Szenario. Wir gewinnen, ja, alle Mainzer glücklich. Köln gewinnt gegen Bayern, alle Dortmunder glücklich, weil Meister. Das ist natürlich recht unwahrscheinlich.
aber dafür bin ich heute. Ansonsten wäre es, würde ich sagen, die am besten zu verkraftende Niederlage für die Mainzer. Also das muss ich schon sagen. Ich will auch mal wieder einen anderen Meister sehen. Von daher, falls es heute doch nicht reicht für einen Sieg, ist das okay. Könnte ich doch irgendwie mit leben. Ein Unentschieden und Bayern-Sieg, das wäre scheiße. Also habe ich es jetzt wahrscheinlich gejinxt und genau das passiert, aber fingers crossed, dass es nicht passiert. Die Stadt ist natürlich im kompletten Ausnahmezustand. Als ich hier vor 3-4 Wochen nach einer Übernachtungsmöglichkeit geguckt habe, und da hinten ist auch alles gelb, da redest du durch die U-Bahn, waren die Preise schon bei irgendwie 400-500 Euro pro Nacht. Und da stand noch gar nicht fest, dass überhaupt noch eine Chance besteht, Meister zu werden. Ich übernachte hier jetzt nicht, weil viel zu teuer, sondern in Hannover. Denn morgen spielt Holstein ja noch in Hannover, das nehmen wir natürlich auch mit. Also lasst ein Abo da, die Saison neigt sich am Ende entgegen, aber sie ist nicht zu Ende. Und vor allem bei mir ist der Content eh nie vorbei, also Abo da lassen, würde mich freuen. Ja, es ist Wahnsinn, was hier abgeht. Die Stadt ist ready, wir... Alter, ich bin so am Schwitzen, ich renne hier so vorbei. Aber ich muss unbedingt meinen Rucksack loswerden. Und ich will den Kollegen, der das Ticket hat, auch nicht ewig warten lassen. Also Gas, 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 aber es ist so warm. Also zumindest, wenn man hier 30, 40 Minuten Powerwalking macht. Aber es ist beeindruckend. Also es ist so, da hinten ist es alles gelb. Das ist schon geil. Das ist schon eine geile Atmosphäre. Ist auch nicht so, ich glaube, die meisten hier sind sehr optimistisch. Nicht arrogant übergeschnappt, aber die meisten sind positiv gestimmt. Da hinten, da ist es. Bald geschafft. Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Rucksack ist abgegeben, Ticket ist auch da. Also wir können theoretisch rein, aber ich will mir das hier noch kurz angucken. Das ist schon Wahnsinn, Junge. So, die Mainzer kommen. Sehr gut. Kommt also die Stimmung. Und gesungen wird gegen Bayern. Sehr schön, so muss das sein. Das klingt nach dem Mainz-Bus. Jawohl. Ja, werdet ihr durch den 3-0-Sieg von Köln. Alles gut. Alles gut. Also die Stimmung ist wirklich stark. Muss man ja sagen, die Stimmung hier ist schon... Sie haben Bock. Sie ist eher positiv, also alles gut. Ein paar Pfiffe gegen die Mainz, aber sonst ist ja alles fair. Also. Das ist ja schon fast, gehört zum guten Ton bei einem Mainz-Vlog von dem Stadion Woche der Mainzer, den Tipp abzuholen. Was sagst du heute? Realistisch? Ja, es ist jedes Mal aus Fansicht. Wirklich? Ja, ja. Alles, ich tippe auf Mainz 1 und die Kölner sollen Schützenhilfe leisten, dann klappt das schon. Sehe ich ähnlich. Was sagst du zum Umfeld, zu Dortmund, zum Stadion? Völlig geistkrank. Auch wir beide direkt Getränke ausgeben bekommen von korrekten Dortmund-Fans. Vielen Dank, vielen Dank. Völlig euphorie. Also was hier los ist, auch gerade eben die Busse, beide Mannschaften angekommen, Bengalos, alles, also so, es ist so geil, bei sowas dabei zu sein, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Muss man sagen, ist ja auch viel Glück, als wir die Tickets gekauft haben, stand es nicht fest, dass es jetzt so gut aussieht. Ja, ja. Ist schon geil, das mal zu erleben. Also wir gewinnen und Köln gewinnen und dann feiern alle. Ja, mal sehen, auch ein gutes Spiel. Hoffentlich, ja. Wow. Junge. Junge, Junge. Ist das krank? Ist diese gelbe Wand, die ist wirklich gelb und ist halt krank. Okay, ich dachte ja, ich sitze weiter oben, aber ich sitze einfach genau hier, wo wir reinkommen sind. Ist das ein perfekter Ausblick oder was? Jawohl. Finn Dahmen fängt wieder an. Sam ist noch verletzt in seinem letzten Spiel. Warum ist das HSV-Trikot? Egal. Da unten sind die Mainzer Ultras. Hört man hier natürlich nicht, weil wir 100 Meter weit weg sind. Oder doch? Den Damen. Den Damen. Junge, ist das laut hier unterm Dach, Digga. Jetzt schon. Das wird ja so krass.
Ich will gar nicht wissen, wie es da drüben auf der anderen Tribüne ist. Oh, Dortmund kommt. Gekommen ist, hier heute zu spielen. Mal sehen, vielleicht ärgern wir Dortmund, vielleicht auch nicht, aber es ist einfach Wahnsinn, das hier jetzt schon zu erleben. Egal vom Ausgang, das ist, sowas habe ich noch nie erlebt und das wird man wahrscheinlich auch nie wieder erleben. Und ich bin einfach nur glücklich dran. Ich will gar nicht wissen, wenn die hier das 1-0 schießen, dann fliegt hier echt das Dach weg. So, mein Tipp fehlt ja noch. Ich sage, realistischer Tipp, 3-1 Dortmund. Ich hoffe, wie gesagt, dass Köln gewinnt und wir oder dann nicht unentschieden. Aber realistischer Tipp, weiß ich nicht, wie Dortmund das hier bei dieser Stimmung. Und vielleicht schüchtert es sie ein, weil das ist wirklich laut hier. Aber ja, realistischer Tipp, 3-1 Dortmund. Die Ausstellung der Mainzer wird gerade vorgelesen, das Internet ist hier komplett ausfallen. Deswegen zeigen kann ich es nicht. Adjurk ist gelb gesperrt. Ansonsten, was ich so verstanden habe, Lee spielt, Stark spielt, Onisivo spielt, also ich glaube, keine großen Überraschungen. Praktisch, wenn beide Vereine die gleiche Hymne haben. Macht wieder Dortmund-Sachen. Es ist immer dasselbe. Die können es einfach nicht. Oder zumindest sieht es gerade so aus. Aber es ist ein gutes Fußballspiel. Ich will jetzt noch Videobeweis, aber... Oh Gott, er guckt sich's an. Der schießt.
Mannschaft der Welt, das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, Mit Bayern für den Köln, wenn ich es Rapidi gesehen habe. Also, egal, wir schlagen Dortmund, wir schlagen Bayern, wir schlagen Leipzig, alle drei oben schlagen wir. Geiles Stadion, jetzt auch mit den Pyros da, sieht einfach cool aus. Aber Dortmund, Junge, auch das, was ist das wieder? Was ist das? Mainz wird hier hoch verdient, muss man sagen. Und ist auch so typisch, Bayern hätte den Elfmeter hundertprozentig reingemacht. Und deswegen werden sie wahrscheinlich wieder Meister. Sehr, sehr stark von Hummels. Mainz kann noch Meister werden. Okay, Dortmund nähert sich an. Tore, hat noch 10 Minuten, wird eng. Und es geht ein Raum durchs Stadion, es scheint so, als steht es bei Köln jetzt unentschieden. Das heißt natürlich auch ein Tor Köln und Dortmund ist wieder Meister. Ich kann jetzt hier völlig, also natürlich Quatsch, momentan ist Dortmund Meister, Bayern darf nur nicht gewinnen, so. Die Nervosität und Spannung, das ist jetzt merkt man es. Jetzt merkt man es richtig hier. Ach, viele stehen, sind echt nervös und ich kann es auch verstehen. Es hängt jetzt an den Kölnern, weil dass Dortmund hier noch zwei Tore schießt, ist eher unwahrscheinlich. Aber solange Köln keins mehr kassiert, haben wir trotzdem eine Meisterfeier. Und es kribbelt wirklich doll. Bayern hat getroffen. Das war's für alle Dortmunder. Ganz kurz vor Schluss. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Abseits, aber es hätte ja eh nichts mehr geändert. Es sei denn, sie schießen nach 30 Sekunden noch ein Tor. Ja, hat man es gesehen. Das wird zu spät sein. Rechts, Murmann! Das war's. Ich weiß nicht, ob in Köln schon Schluss ist, aber wahrscheinlich schon. Dann haben wir Reaktion. Tut mir natürlich leid. Mainz hat nochmal richtig geil gespielt, aber schade. Wir hätten um einer beide feiern können.
haben zwar gewonnen, aber nach Feiern ist irgendwie die Stimmung gerade nicht so. Man spürt die Enttäuschung hier rundherum, sonst der Mainzer, der Dortmunder Spieler sind auch da in der Kabine, Svensson und Kampurz. Keine Feiereien hier. Gab ja jetzt auch nur ein Unentschieden. Aber das bleibt natürlich. Wir brauchen eine Dortmunder und es tut mir wirklich irgendwie leid. Also das so knapp, so knapp. Da drüben ist wirklich noch kein Einzelner gegangen. Sehr stark, jetzt der Support nach Abpfiff. Und auch da ist noch mega voll und auch da überwiegend. Auf jeden Fall Kopf hoch Dortmund, falls das in Dortmund erkommt, und danke im Namen von ganz Deutschland, Fußball Deutschland zumindest, für die erste spannende Meisterschaft seit 10, 11, gefühlten 50 Jahren. Es war das, was sich meistens alle wünschen, die nicht am Meisterkampf dabei sind. Spannung bis zur letzten Sekunde und es war hier spannend bis in die 89. Minute, als Musiala das Tor geschossen hat, aber es war spannend bis zum allerletzten Schluss und sowas will man als neutraler Fan in der Situation absolut haben. Also vielen Dank. Ich hoffe, das kommt die nächsten Jahre öfter. Vielleicht auch mal mit drei Vereinen irgendwann. Aber es war schön, mal wieder Spannung zu haben und nicht im März schon zu wissen, dass Bayern eh Meister ist. Also danke. Und dann natürlich schön zu wissen, dass Mainz auch noch ganz geil Fußball spielen kann. Das war auch schön. Es hat heute für Dortmund leider nicht sein sollen, aber ich habe mich über die Spannung sehr gefreut. Jetzt kommen hier doch noch mal ein paar Mainzer raus. Unisivo. Stefan Bell, Rekordspieler jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Stefan Bell. So, da klatschen jetzt nochmal die einzelnen Spieler, gehen nochmal zu Familien und so. Dortmund, diese gelbe Wand ist einfach krass, muss ich heute sagen. Habe ich endlich mal richtig erlebt. Die Stimmung hier war gut. Ich wiederhole mich nur. Danke für die Spannung dieses Jahr. Hummels geht, glaube ich, auch nochmal zu den Fans. Und ich mache mir jetzt auf den Weg nach Hannover. Da spielt man auch Waldstein. Und da übernachte ich heute. Aber. Wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.